So, weiter geht's mit Assassin's Creed. Erstmal gucken, wo müsste man denn hin für die Meister-Assassinen-Mission? Ganz nach hier unten. Das heißt, da links. Yep. Und hopp. Schnauze, Junge. Da kann ich mir einen Schneider kaufen. Nix. Mein Schneider. Kein Kunde von mir wird jemals schlecht angezogen. So, Beutel haben wir alles. Kleider färben können wir nicht. Also können wir schon, bringt nur nichts. Da oben können wir noch einen Arzt kaufen. Hallo, kennst du B? Hallo. Danke sehr. Mann, ey. Ich kümmere mich um euch alle. Bla bla bla. Das sieht man sicher nicht alle Tage. Nö, ganz sicher nicht. Da ist noch ein Buchladen für mich. Das ist ja alles im Endeffekt Geld, was mir zugute kommt. Je mehr ich kaufe, desto mehr Geld bekomme ich alle 20 Minuten. Ich habe hier eine medizinische Abhandlung von Ibn Rushd persönlich, die ich zu einem absurden Hallo, na? Bitte, ihr müsst das verstehen. Ich ging nicht zu den Templern. Sie kamen zu mir. Sie drohten mir Gewalt an, falls ich ihren Forderungen nicht nachkäme. Und was genau forderten sie? Er gibt den Händlern im Bezirk der Assassinen Geld, um die Preise künstlich hochzuhalten. Er hofft damit, die Bewohner gegen uns aufzubringen. Also, was tun wir mit euch, Theodorus Komnenos? Könnt ihr uns überhaupt von Nutzen sein? Ich führe euch zum Vollstrecker der Templer. Ein Afrikaner namens Dunkas. Er ist für diese Verschwörung verantwortlich. Bene, führt uns zu ihm. Dann tun wir alles, was nötig ist, um euch zu beschützen. Und hier noch jemand, der sterben wird. Sie und ihr Rekrut haben einen reichen Mann entdeckt, der die Templer mit großen Geldmengen versorgt. Folgen Sie dem Mann zu dem Treffen, das er mit einem Mann namens der Hüter arrangiert hat. Volle Synchronisation vor dem Treffen nicht entdeckt werden. Mal schauen. Die Geldruhen der Templer sind groß. Auf diesem Gebiet ist es schwer, mit ihnen mitzuhalten. Wenn man für die Armen und Machtlosen eintritt, geht man gewisse Risiken ein. Lieber arm als unrecht, oder etwa nicht? Ach, fuck you. Ich meine, es wäre nicht schlimm. Wir können uns morgen treffen. Wir sind absolut pünktlich. Wunderbar. Scheiß Heini. Plötzlich geht es mir nicht gut. Ich habe mir vielleicht etwas eingefangen. Es dauert nicht lang. Ihr gebt uns das Geld, wir gewähren euch Zutritt. Der Hüter wird euch alles erklären. Ja, der afrikanische Edelmann. Jawohl. Ja.
Theodoros Komnenos, ihr seid ein treuer Freund der Templer und ein großzügiger Partner. Was haltet ihr von einer dauerhaften Vereinbarung mit unseren Männern in Alexandria? Wir haben Verwendung für Leute eures Schlages. Was soll ich sagen? Nun, ich... Die Assassinen! Sie sind mir gefolgt! Seht, da sind sie! Fauler Narr! Wir sind hier fertig für heute. Selber schuld, Junge. Was verpfeifst du uns auch? Ihr folgt dem Hüter. Ich hole euch ein. Hallo, schieß doch. Dann halt so. Nix da, du darfst nicht leben. Mentor, haltet ihn! Jetzt ist es... zu spät. Geld, Macht, Ehrgeiz. Solche Dinge sah ich in meiner kurzen Zeit auf Erden und gab mich ihnen hin. Den Wundern der Menschheit. Ihr mögt glauben, ihr hättet mein Leben beendet. Doch in Wahrheit habt ihr es vervollständigt. In diesem uralten Kampf zu sterben, gereicht einem König zur Ehre. Verlass die Welt in Frieden. Oh, ist er Pudde. Ja, ja, nicht entdeckt werden. Weg hier! Ist sowieso scheißegal, ist sowieso Jacke wie Hose. Al-Rassis gesammelte Weisheiten der Pharmakologie. Wo ist das Problem? Solche gefährlichen Tölpel sollte man besser wegsperren. Wen nennst du hier einen Tölpel? Was? So, und das andere Ding ist ganz hier oben. Gehe ich zu dem Tunneleingang von... Oder wisst ihr was, Leute? Ich schneide mal kurz und wir sehen uns da oben dann gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder bei der nächsten Mission. Wie ihr seht, ich habe ein bisschen Geld weniger. Liegt daran, ich habe ein bisschen was gekauft. Also hier so den ein oder anderen Laden, Hustus 10 oder so. Haben jetzt eine ganze Menge Einkommen mehr. Und machen der Diakon, Teil 2. Kyrill von Rodas, ein Templer, der unter dem Namen der Diakon bekannt ist, steht hinter dem Plan, den orthodoxen Patriarchen von Konstantinopel zu ermorden, finden und eliminieren sie ihn. Volle Sync mit Hallo, na? Kyrill von Rodos bleibt eine Gefahr für die Stadt. Versteht ihr auch warum? Ich war unbesonnen, Mentor. Ihr wart vorschnell. Hattet nur das Attentat im Sinn, nicht die Annäherung. Ich kann den Fehler wieder gut machen, Mentor. Kyrill wurde heute Morgen gesehen, nicht weit von hier. Bene, wir werden der Spur gemeinsam folgen. Bleibt bei mir. Nö. Nehmen wir doch den einfachen Weg. Was soll das alles? Das ist die Leiche des Mannes, der mir Kyrills Namen nannte. Der Diakon will seine Spuren verwischen. Jedoch nicht schnell genug. Wir finden ihn trotzdem. Ah!
Die Templer sind unbezwingbar! Mann, ey, sticht er mir einfach mal ein Messer zwischen die Lenden. Was glaubt der, wer er ist? Sorry, da kam mal wieder meine Mutter rein. Immer Ärger mit meiner Mutter. Da, der Diakon. Es ist unklug, einen Mann ganz offen zu töten. Was schlagt ihr vor? Ich sorge für eine Ablenkung. Wenn er flieht, folgt ihr ihm. Ben, fangt an. Dieb! Damit kommst du nicht davon! Wache! Du kannst nicht entkommen! Ihr Schweine! No. Ach, du darfst mich nicht erkennen. Ah, ich kann doch nicht entdecken. Noch nicht. Dieb! Damit kommst du nicht davon! Wache! Du kannst nicht entkommen! Da kennst du aber meinen Assassinen schlecht. Alter. Assassinen! Ich hätte wissen müssen, dass ihr Schurken dahinter steckt. Wer sonst, Diakon? Ihr mischt euch in Dinge ein, die ihr nicht verstehen könnt. Geht und versteckt euch im Heu. Schade, dass ihr Assassinen alleine arbeitet. So dauert es länger, euch alle zu töten. Und was geschieht nun, Assassine? Du stirbst erstmal. Was hofft ihr zu hören, Assassine? Dass ich meine Verbindungen bereue? Niemals. Rom ließ uns allein in Zeiten der Not. Und der Westen war blind für die Untaten der Osmanen. Ist es ein Wunder, dass ich mich an Männer mit mehr Ehre, mehr Mut und mehr Visionen wandte? Ich bereue nichts. Requiescat in pace. Tja. Yay! Ich bin der Mentor! Verschwinde besser! Oh mein Gott! Das Böse zeigt sich offen! Ich bin der Mentor! Was für ein Athlet! Erfolgreich eine Feste verteidigen. Assassinen-Herausforderung ist zu 3-2 zu 2 Dritteln beendet. Rekruten zum Rangmeister Assassinen ausbilden. Satz 3, Treff 3 beendet. Ja, sonst noch was? Sie haben einen Satz für die Fraktionswaffe der Assassinen. Ist so klar. Jetzt bekomme ich einen ganzen Haufen Geld. Mission einen Code knacken war erfolgreich. Wo ist denn hier die nächste Bank? Bank, Bank, Bank. Nur eine brauchst, ist keine da. Ah, da. Geronimo. Gib mir mal meine Kohle. Jetzt haben wir wieder Geld, ey. Jetzt haben wir wieder was auf Tasche. 44.000. Da will ich doch gleich mal was kaufen. Kaum habe ich Geld, will ich sofort wieder ausgeben. Nö, nö. Ich will das super teure Buch haben. Super teuer Buch. Meins. Aufzeichnung eines Historikers. Meins.
Und hier muss man noch ein bisschen sparen jetzt. So, dann sage ich aber einfach mal bis zum nächsten Mal, Leute. See ya.